Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sophie dreht am Rad. Heute melde ich mich zurück von der Teampräsentation vom Team Felbermayr Simplon Wels im Stadttheater Greif. 2023, das Jahr der großen Änderungen beim Team Felbermayr Simplon Wels. Daniel Repitz, was ist denn jetzt alles neu für dieses Jahr? Alles neu ist der neue sportliche Leiter mit Ruppe Hüsselmoser und neu ist ein neuer Trainer haben wir mit dem Bachel Philipp und 80% der Fahrer haben wir ausgetauscht. Das Team ist super zusammengestellt von den Fahrern her. Auch vom Staff her sind wir sehr zufrieden. Das läuft in eines zusammen. So gemeinsames Team, Staff wie Fahrer, sind wir sehr zufrieden. Seit November arbeitet ihr jetzt bereits zusammen. Wie ist denn jetzt so das erste Fazit? Ja, ganz gut. Also ich habe mich gut eingefunden. Ich habe viele Gesichter schon gekannt und das Trainerbusiness ist ja jetzt unabhängig vom Verein. Da findet man eigentlich schnell eine. Wieso hat es dich nach Wels verschlagen? Erzähl's uns mal. Ja, meine bessere Hälfte kommt von Linz. Ich möchte ganz klar mal diesen einen Moment erleben. Ich war, sag ich mal, 2-3 Mal näher dran an einem schöneren Erfolg und das möchte ich dieses Jahr sicher erleben. Ricardo, nach einem Jahr in Vorarlberg bist du wieder zurück in Wels. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, ich denke, das Gesamtpackage hat es ausgemacht. Es hat sich wieder super was getan in Wels. Einiges professioneller geworden und speziell für mich mit meiner Family ist einfach logistisch auch viel einfacher in Wels und bin ich sehr, sehr froh, dass ich jetzt wieder da bin. Ja, ich bin jetzt das dritte Jahr bei den Felbermayr und bin, ja, wie gesagt, unendlich dankbar, dass ich die Chance nochmal kriege. Ich meine, ich habe so meine 2-3 Ziele, wo ich für mich auch noch erreichen will, unter anderem auch im Prolog in Linz, den würde ich mal gerne gewinnen. Und wenn es stattfinden sollte, die Ö-Tour, da mal vielleicht bei einer flachen Tabelle ganz vorne dabei sein. Das war schon ein Riesenziel von mir.